Wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen in unserem Next Level Ladepark der NBW. Wie schön, dass Sie alle hier vor Ort sind, aber zack, ganz liebe Grüße natürlich an der Stelle auch in den Stream. Ja, Sie lieben Mitmenschen, einmal Hand aufs Herz. Wenn wir über das Thema E-Mobilität sprechen, da hält sich dann doch das ein oder andere Klischee, der ein oder andere Mythos recht hartnäckig. Das hat seinen Ursprung, das hat sicherlich auch seinen Grund. Und da stehen ganz viele Fragen im Raum. Und was wir natürlich suchen an der Stelle, sind die Antworten. Also bedarf es hier an einer Aufklärung. Und die bekommen wir jetzt gleich, und zwar in Form von, beziehungsweise in Persona von Michael Bucher. Er ist Senior Manager E-Mobility bei der ENBW Mobility Plus. Und er hat uns ein paar sehr spannende Sachen dazu mitgebracht. Herzlich willkommen, Michael. Hallo, Carina. Michael, ich überlasse dir an dieser Stelle einfach mal die Bühne. Du holst uns hier erstmal ins Bild und dann komme ich dann noch mal mit ein paar Fragen auf dich zu. Sehr gerne. Ja, aufdecken, aufklären und aufladen, das soll das Thema sein der nächsten paar Minuten. Und ich würde euch alle hier und auch online mitnehmen und vielleicht so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was so rings um das Thema Elektromobilität, das wir mittlerweile seit 10 Jahren, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, seit 10 Jahren so richtig kommerziell betreiben. Wir sehen hier auf der linken Seite ein Bild aus der Anfangsphase 2013. Die damalige Mercedes-Ausgründung Car2Go startet in Stuttgart mit einer komplett elektrischen Carsharing-Flotte, also Free-Floating-Carsharing, Fahrzeuge, die man online über eine App buchen kann, die keine festen Stellplätze haben, die in der Stadt verteilt sind und gebucht und abgestellt werden können innerhalb des Geschäftsgebiets. Und wir waren damals der Anbieter der Ladeinfrastruktur, die es brauchte, um diese Flotte zu betreiben, und haben mit Wechselstromladen, Normalladen, 22 kW-Säulen diese Flotte versorgt. Und hatten so schon das Gefühl, Elektromobilität wird jetzt so langsam zur Normalität. Jetzt sind wir gerade mal 10 Jahre weiter. In den 10 Jahren ist einiges passiert. Wir haben eine steile Lernkurve durchlaufen. Ich würde nicht behaupten, dass wir am Ende der Lernkurve angekommen sind, sondern immer noch irgendwo vielleicht auf der Mitte unterwegs sind. Denn auch wir erleben tagtäglich Überraschungen im Umfeld unserer Arbeit, im Umfeld unserer Infrastruktur. Sie sehen hier einen LKW, der sich in einem unserer Ladeparks mit Strom versorgt. LKWs im Elektrobereich sind neue Kunden von uns, die Stand heute an Ladepunkten laden, die gar nicht für einen LKW ausgelegt sind. Hier funktioniert das jetzt wunderbar von der Fläche. Die Technik ist kompatibel, alles problemlos, aber das kann für die Zukunft betrachtet jetzt nicht der Standard sein, dass wir Flotten übereinander legen mit einer Einheitsinfrastruktur bedienen, die nicht so richtig kompatibel sind, weil die Bedarfe hinsichtlich Platzanforderungen etc. zu unterschiedlich sind. Trotzdem, es ist eine Übergangsphase, wir sind alle noch in der Übergangsphase, trotz dieses steilen Marktaufwuchses in den letzten Jahren, kommt immer noch was on top. Und immer, wenn man den Punkt erreicht hat oder glaubt erreicht zu haben, jetzt haben wir ein Level erreicht, jetzt ist das neue Normal da, geht es direkt weiter mit der nächsten Innovation. Auch die Technologieentwicklung hält mit dieser Marktentwicklung Schritt. Links nochmal die Säule, 2012 entwickelt, 2013 ausgerollt, 22 kW Wechselstrom. 2016 kam dann der Anfang des Schnellladens ins Feld, 50 kW. Damals haben wir gedacht, Mensch, 50 kW, also richtig schnell laden, unterwegs, Pause machen, Autoladen, weiterfahren, ganz tolle Sache. Wenn man das dann mal so ein bisschen auf einer längeren Strecke durchexerziert hat, hat man schnell festgestellt, also so richtig toll ist es immer noch nicht. Also das muss doch noch schneller gehen und die Batterien müssen größer werden. In der Zwischenzeit ist Tesla auf dem deutschen Markt angekommen und hat mal gezeigt, oh, das geht auch mit anderen Leistungen, mit anderen Fahrzeugen, mit anderen Reichweiten. Die Anbieter, die wir so kennen hier in Deutschland, da gab es Produkte, den VW e-Golf in der ersten Generation gab es, den VW e-Up, die Renault Zoe, ein paar andere Produkte waren am Markt.
Aber dann kam immer eins zum anderen. 2019 ging es dann los mit dem HPC-Laden, also High-Performance-Charging. Da haben wir dann über 150 und teilweise schon über 300 kW gesprochen. High-Performance, dachten, Mensch, also jetzt, das ist mal eine Sache hier. 2020, der Sprung so vom Parkplatz in den eigenen Standort. Wir haben das ganz hart gefeiert, so einen Standort auf dem eigenen Areal, den wir komplett errichtet haben, zu realisieren, ein Dach drüber, ganze 8 Ladepunkte. Das hat ungefähr 4 Wochen gedauert, bis wir gemerkt haben, also eigentlich hätten wir den gleich größer bauen müssen, denn von Anfang an hatten wir da so eine hohe Auslastung drauf. Der Standort, den Sie hier sehen, der liegt direkt an der Autobahn A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Also da ist schon sehr viel Verkehr und offensichtlich auch zu dieser Zeit schon so viel elektrischer Verkehr, dass da einfach eine Auslastung drauf war. Und jetzt geht so eine Tür auf in einen ganz anderen Markt oder in ein anderes Marktsegment hinein mit den LKWs, die zunehmend elektrisch werden, die einen Bedarf an Infrastruktur haben und eine Diskussion, die wir seit Beginn immer wieder geführt haben, ja, dieses Henne-Ei-Problem. Was braucht es zuerst? Braucht es zuerst die Fahrzeuge oder braucht es zuerst die Infrastruktur? Wie gehen wir damit um? Diese Diskussion brauchen wir beim LKW gar nicht zu führen, zumindest wenn es um das öffentliche Laden geht. Denn solange es keine Infrastruktur gibt, wird es die Fahrzeuge nicht geben, weil die Fuhrunternehmer nicht ins Blaue hineinfahren ohne eine verlässliche Infrastruktur. Das heißt, auch hier ist für uns jetzt so ein Blick in die Zukunft, wo wir uns die Karten legen müssen, wie wir uns dem nähern. Was sich in dieser ganzen Zeit nur sehr wenig verändert hat, sind Fragen, die nicht nur uns, sondern auch unseren ganzen Wettbewerbern, Marktbegleitern, den Autoherstellern gestellt werden, mit Mythen, Vorurteilen, Gerüchten rund um das Thema Elektromobilität. Und wir haben hier mal einfach gesammelt, also das jetzt nicht so wild zusammengestückelt, sondern das sind tatsächlich Themen, die an uns alle in der Branche herangetragen werden, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Was passiert da draußen eigentlich? Ist es gut? Ist es nicht gut? Kann das funktionieren? Kann das nicht funktionieren? Und ein so ein Thema gleich am Anfang, weil wir gerade so von der Ladeinfrastrukturbetrachtung gekommen sind. Jetzt im Vorfeld der IAA gab es wieder Diskussionen, ja, haben wir im Moment eigentlich genügend Ladeinfrastruktur? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen darauf. Die einen sagen, ja, also vor allem die Autohersteller sagen, da muss noch viel mehr Infrastruktur, dass die Nutzer einfach sicher sein können, dass es funktioniert. Es gab letzte Woche eine Veröffentlichung vom BDEW, also vom Branchenverband, der das mal genau angeschaut hat, wie viel ist da draußen eigentlich zwischenzeitlich entstanden an öffentlicher Ladeinfrastruktur mit den 80.000 bis 90.000 Ladepunkten aktuell, und mussten dann feststellen, wir sind tatsächlich im voreilenden Ausbau, denn nicht nur wir, sondern andere Branchenkollegen machen Ähnliches wie wir, investieren in diese Zukunftstechnologie, um das neue Normal auf die Straße zu bringen. Und wenn man selbst auch jetzt in der Urlaubszeit elektrisch unterwegs ist, in ganz wenigen Ausnahmefällen muss man mal kurz an einem Ladestandort warten, bis ein Ladepunkt frei wird. Aber ich habe es persönlich so noch nie erlebt, auch in den Stoßzeiten unterwegs gewesen zu sein. Und deswegen glaube ich, dass wir bei diesem Punkt auf einem sehr guten Weg sind. Und jetzt können wir gerne mal darüber diskutieren, was denn mit diesen anderen Themen da draußen so sein mag. Ja, also dann nutze ich jetzt auch wirklich mal ganz recht die Gunst der Stunde. Weil das sind ja Sachen, da ist ja nichts geschönt. Genau. Akkus sind Sondermüll. Akkus sind Sondermüll ist so eine ganz steile These, die da wie der Elefant im Raum steht. Kommt immer wieder aus den unterschiedlichsten Ecken. Ja, das ist doch alles nichts mit der Elektromobilität, weil diese Batterien, die sind ja so groß und da sind ganz viele Rohstoffe drin. Und dann halten die nicht lang und danach, ja, da kennt man ja vom Handy, dann liegt es lang in der Ecke und irgendwie wird es weggeschmissen und entsorgt.
im Auto verhält sich das grundlegend anders. Diese Traktionsbatterien, die in den Fahrzeugen drin sind, die halten, auch was die Hersteller selbst manchmal etwas überrascht, etwas länger, als man ursprünglich so als Worst Case angenommen hat. Natürlich gibt es immer mal Ausreißer mit einem Defekt, aber unterm Strich ist die Haltbarkeit von den Akkus erstaunlich lange und wird mit jeder Technologiegeneration und bei den Milliardenbeträgen, die in diesen Jahren in diese Technologie investiert wird, wird es mit jeder Technologiegeneration nochmals besser. Sollte dann der Punkt erreicht sein, dass die Leistungsfähigkeit von so einem Fahrzeugakku so gering wird, dass er für den Einsatz im Fahrzeug ungeeignet ist, dann gibt es unterschiedliche Verwertungspfade. Zum einen, der Akku ist nicht defekt, er hat weniger Kapazität. Jetzt gibt es Einsatzbereiche, da kann man mit so einem Akku noch sehr viel anfangen und das machen mittlerweile nicht nur viele Autohersteller selbst, sondern auch so Unternehmen wie wir oder unsere Branchenkollegen. Diese Akkus werden in eine Stationärbatterie umfunktioniert und als Pufferspeicher ins Netz eingebracht oder also ins öffentliche Netz oder in private Firmennetze zum Beispiel und können da durchaus noch 10 Jahre Lebenszeit vor sich haben, bevor dann das eigentliche Recycling einsetzt. Und auch hier enden wir nicht beim Thema Sondermüll, sondern wir enden beim Thema Sekundärrohstoff, denn mittlerweile kann man so einen Fahrzeugakku zu 96% stofflich verwerten. Da industrialisieren auch gerade mehrere Unternehmen dieses Thema. Warum mag jetzt die Frage kommen, warum wird da jetzt erst industrialisiert? Ganz einfach, weil der Bedarf noch nicht da ist, weil es einfach nicht genügend verbrauchte Fahrzeugbatterien gibt. Die Fahrzeuge sind jetzt ein paar Jahre alt, die Akkus sind tipptopp und das wird noch dauern, bis diese kritische Masse anfällt fürs Recycling, um dann eben mit dem Sekundärrohstoff wieder in den Kreislauf zu starten und neue Batterien zu produzieren. Denn das ist ja eigentlich das Charmante aus der Ressourcenperspektive, dass Rohstoffe gebraucht werden, aber nicht verbraucht. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte die Gunst der Stunde hier nochmal nutzen, wenn ich schon jemanden habe, der mir das so gut erklären kann. Es gibt verschiedene Merkmale, die Nachhaltigkeit beinhalten. Einer davon ist ja auch ein sozialer Aspekt. Mhm, ja. Jetzt steht hier relativ viel, das hat miteinander zu tun, Kobalt, Kongo, Kinderarbeit. Ja. Das ist natürlich, also das würde mich jetzt interessieren, was du dazu zu sagen hast. Ich glaube, jeder, der sich so halbwegs für das Thema interessiert, hat irgendwann in den letzten Jahren einen Artikel über Batterieproduktion, Batterieverwendung gelesen. Da war dann so ein reißerisches Aufmachungsfoto, wo ein offensichtlich afrikanisches Kind in irgendeinem Dreckloch sitzt und rumbuddelt mit den Händen und dann der Überschrift, so werden eure Batterien hergestellt. So verhält sich nicht das Ganze, was nicht heißt, dass das Thema Kobalt kein kritisches Thema ist. Im Gegenteil, Kobalt ist ein Stoff, der jetzt nicht so furchtbar häufig ist. Aber der Großteil, der in der Industrie verwertet wird, kommt nicht aus diesem Artisanal Mining, also aus diesem handwerklichen Kleinminenbetrieb, der im Übrigen im Kongo verboten ist, sondern der kommt von großen gewerblichen Minen, die meist von irgendwelchen internationalen Konzernen betrieben werden, einfach aufgrund der kritischen Masse, die gebraucht wird und der gleichbleibenden Qualität. Das mal zum einen, also da muss man sich als Hersteller, der auf diesen Rohstoff angewiesen ist, auch schon überlegen, bei wem versorgt man sich mit der gebotenen Transparenz, um diesen Rohstoff einmal zu bekommen, um ihn dann in den Kreislauf einzubringen. Und dann kommt da noch ein zweiter Aspekt dazu. Und wir sind jetzt vom Technologiereifegrad der Batterie an einem Punkt angekommen, wo Kobalt als Batterierohstoff eine immer geringere Rolle spielt. Kobalt hat ein paar dankbare Eigenschaften, die man bei Hochleistungsbatterien braucht. Und aus diesem Grund werden diese Kobalt-Rohstoffe in Zukunft eigentlich nur in Nischenfahrzeugen zum Einsatz kommen, wo eine sehr hohe elektrische Leistung gefordert wird, wo die Batterie sehr belastbar sein muss, bei den ganzen Massenanwendungen. Und Massenanwendung ist sowohl das Mittelklassefahrzeug, also bis hin in das, was man so als normales Auto kennt, und vor allem bei den Nutzfahrzeugen. Da kommen sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Batterien zum Einsatz und in einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist schlicht und ergreifend gar kein Kobalt drin. Vielen herzlichen Dank. Das sind ja auch
sage ich jetzt mal, nicht so einfache Themen oder auch Themenpunkte, derer man sich dann auch stellen muss. Aber das ist natürlich wichtig, weil man braucht da auf jeden Fall Aufklärung an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich kann das jetzt alles noch nacheinander durchfragen, weil da sind noch so ein paar Punkte, da würde ich gerne noch mal den Finger drauflegen. Aber eigentlich möchte ich Ihnen den Vorzug lassen, weil ich sehe hier viele Menschen mit, zumindest sieht so aus, also sehr interessiert sitzen. Das heißt, wenn Sie eine Frage stellen wollen, vielleicht betrifft Sie ja etwas ultimativ oder Sie sind selber schon mal auf was gestoßen, wo Sie sagen, ja, irgendwie fühle ich mich damit noch nicht wohl oder hat da nicht jemand eine Antwort zu, dann dürfen Sie mal ganz kurz die Hand heben. Sie können sich gerne auch was, wunderbar. Ich habe schon eine Hand gesehen, meine Kollegin kommt mit einem Handmikrofon zu Ihnen. Und dann wäre es nett, wenn Sie laut und deutlich Ihren Namen sagen und wie Ihre Frage lautet. Ja, grüß Gott. Ich bin Busunternehmer und unseren Betrieb gibt es jetzt 78 Jahre. Und im Dezember ist Schluss, weil unsere Behörden und Bürokratie unter Umständen die eigenen Gesetze nicht einhalten. Definiert haben wir 78 Jahre eigenwirtschaftlich Strecken bedient, von Pfaffenhofen bis Münzmünster. Und wenn mir da einer einen Ausfall nachsagen kann, dann soll er, bin ich offen und stehe drauf. Also was mir tagtäglich in der Deutschen Bahn passiert, dürfte die 78 Jahre kein einziges und kann einen einzigen Tag der Fall gewesen sein. Darf ich wissen, wie Ihre Frage lautet? Ja, es ist so, dass die Landkreise den vorhandenen konzessionierten Linienunternehmen beim Nahverkehrsgutachten eigentlich eine Mitwirkung zugestehen sollten. Das heißt, auch die Energie zu berechnen, wäre dann die Frage. Weil wenn die also alle möglichen Änderungen im Linienbereich machen und es wird vorenthalten, in was für Strecken und was da bedient werden sollen, dann kann man da sich nichts mehr ausrechnen. Ja. Ich habe die Frage, glaube ich, immer noch nicht richtig verstanden. Hast du sie verstanden? Ja? Oh Gott, ja, also ich hatte in meiner Vergangenheit auch schon sehr intensiv mit dem Thema Bus, also mit dem Personennahverkehr, mit dem elektrischen Bus zu tun. Ich kann mir ganz gut denken, in welche Richtung Ihre Frage abzielt. Die Planbarkeit bei der Vergabe von Streckennetzen, aber ich glaube, das ist ein Thema, das wollen wir hier jetzt an der Stelle nicht definieren. Ich denke, das Thema Antriebswechsel im Bus ist mittlerweile bei den Fahrzeugen, die am Markt verfügbar sind und die auch preislich sich dem Dieselbus immer stärker annähern und es wird in den nächsten Jahren noch viel extremer werden, wird es nicht das entscheidende Thema sein über das Wohl und Wehe eines Fuhrunternehmers, mit welcher Technologie er unterwegs ist. Dass es anders ist, ist unbestritten. Also, als Fuhrunternehmer wussten Sie in der Vergangenheit relativ wenig über elektrischen Strom, weil in Ihrem Betriebsgelände, da gab es vielleicht eine Hebebühne, eine Reifenwuchtmaschine und ein paar Werkstatteinrichtungen, die alle keine großen Energieverbraucher sind. Und auf einmal ziehen da Fahrzeuge ein, die einen Energiebedarf aufweisen wie ein mittelständischer Produktionsbetrieb. Das ist Neuland. Da gehen Stand heute große Busbetriebe typischerweise in den Metropolen, also wenn man jetzt nach Hamburg oder nach Berlin schaut, wo die Busdepots mittlerweile zum hohen Grad elektrifiziert sind, schon mit gutem Beispiel voran, dass es funktioniert, auch bei sehr großen Flotten. Und deswegen glaube ich, dass der Schritt eines regionalen Busanbieters, den Antriebswechsel zu vollziehen, absolut machbar sein wird. Sie brauchen Ihren Netzbetreiber und Ihren Energieversorger im Boot, dann plant man die Ausstattung des Betriebsgeländes und dann wird die Ladeinfrastruktur installiert. Da können Sie dann auf einmal auch, wenn es Hallenflächen gibt, die Sie mit Photovoltaik belegen und einen Teil Ihres Fahrstroms selbst produzieren, das macht den Business Case, neuschwäbisch genannt, noch eine ganze Ecke attraktiver. Da gibt es sehr viele Angebote, mit denen man in diese neue Technologie einsteigen kann.
Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für Ihre Frage. Ich finde, Interaktion ist ja immer wichtig, also gerade auf so einer Messe, damit es nicht so eine Wand hier bleibt, sondern Sie sind ja hier gekommen, weil Sie Interesse haben. Und wenn wir schon so einen Experten hier wirklich für dieses Thema Mythen rund um die E-Mobilität haben, dann möchten wir dieses Wissen natürlich anzapfen. Ich hätte da tatsächlich auch mal eine Frage in die Runde. Ist zufällig irgendjemand da, der beruflich oder privat bei der Feuerwehr ist? Also Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr? Keiner? Schade? Schade, weil was jetzt wahrscheinlich auch immer, was zum Thema Brandschutz sagen, beziehungsweise Brandgefahr auch, ne? Auch ein Thema, das immer kommt. Immer. Egal wann, Thema Brandgefahr. Und Brandgefahr ist auch so ein Thema, das sollte man nicht kleinreden. Gab es ja auch ganz aktuellen Fall auf einer Fähre. Ganz genau, da komme ich gleich dazu. Was mich fasziniert, warum man in der Verbrennerwelt, die ja lustigerweise schon den Begriff des Verbrenners dabei hat, warum da diese Gefahr immer kleingeredet wurde. Das ist für mich schon irgendwie ein bisschen erstaunlich. Wir fahren hier allgegenwärtig hochexplosive Gefahrstoffe durch die Gegend. Das ist für uns so normal wie sonst noch was, auch dass wir an eine Tankstelle fahren, uns da 3 Minuten neben unseren Tankstutzen hinstellen, so ein bisschen die Verbrennerluft einatmen und uns freuen, dass wir dann wieder ganz viel Reichweite haben. Das ist völlig, der Umgang mit diesem Gefahrstoff ist völlig normal. Jetzt kommt das Thema Brandgefahr bei der Elektromobilität. Und ja, es ist anders. Es ist vor allem für die Feuerwehr ist es anders, weil die Brände sich anders verhalten und weil sie anders bekämpft werden müssen. Das heißt, hier muss sich jemand anpassen. Ich habe da wirklich jetzt eine Frage zu, weil was ich gehört habe, ist, dass man ein brennendes E-Auto kann man nicht löschen. Da braucht man eigentlich, also ich mache jetzt hier wirklich mal, Sie jetzt blank so metaphorisch gesagt, du kannst das E-Auto nicht löschen, weil das von innen heraus schwebt. Du brauchst eigentlich einen Container mit irgendeiner, entweder Flüssigkeit oder irgendeinem Stoff, wo du dieses ganze Auto irgendwie reinpackst und du musst warten, bis dieses Ding ausgebrannt ist. Ganz so ist es nicht. Auch da gibt es unterschiedliches Brandverlaufsverhalten, je nachdem, was für eine Batterie im Fahrzeug drin ist. Als erstes mal festzuhalten, Brände bei Elektrofahrzeugen sind statistisch erwiesen seltener als Brände bei konventionellen Verbrennerfahrzeugen. Aber was heißt das eigentlich in Zahlen? Weil das ist ja relativ. Da gibt es eine aktuelle Studie von einer Schweizer Versicherung, die das irgendwie mal sauber aufgedröselt hat. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich hier Details nennen wollte, aber also das Brandrisiko ist signifikant niedriger. Niedriger, aber wie, niedriger. Wenn du ein E-Auto hast an sich, was heißt das denn wirklich, wenn du das betrachtest? Versuch mich bitte nicht jetzt auf eine Zahl festzunageln, die könnte falsch sein, aber das können wir gerne mal raus und das können wir auch über unsere Social-Media-Kanäle mal zur Verfügung stellen. Der zweite Punkt ist der Löschvorgang oder der Brandbekämpfungsvorgang. Es gibt dieses Extremverhalten des Thermal Runaway. Der kommt vor allem gerne bei den kobaltbehafteten Batterien, kommt der auf, dass es relativ schwer einzufangen ist. Man kann relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht, verhindern, dass sich das weiter ausbreitet. Aber man muss dann einfach abwarten, bis es einmal durchgelaufen ist und dann aufräumen. Wie gesagt, sehr selten. Und bei den vorhin beim Kobalt erwähnten, bei der Massentechnologie mit den Lithium-Eisenphosphat-Batterien passiert es nicht. Die brennen nicht. Also da kann ich durch eine Zelle einen Nagel durchhauen und es passiert exakt gar nichts. Okay, das ist auf jeden Fall für mich, das kommt auf meine Liste, das muss ich wirklich mal nachschauen. So, gibt es an dieser Stelle vielleicht nochmal Fragen, wenn Sie auf diese schöne Slide irgendwie schauen, etwas, das Sie selber nochmal interessiert? Ich sehe jetzt Sie. Moment mal, wir haben die Kollegin, die kommt mit dem Handmikrofon zu Ihnen. Können Sie mir einmal Ihren Namen verraten? Den habe ich immer noch nicht mitbekommen. Ich bin Albert Lankl aus Geisenfeld. Habe nur Volksschule, keine Fachschule, kein Studium. Aber ich habe einen Elektromotor entwickelt, der CO2 mindernd funktioniert. Hier ist die Offenlegungsschrift im Deutschen Patentamt. Okay, und wie lautet Ihre Frage? Ich muss also mehr Antworten geben wie die Frage. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wissen Sie, also Sie brauchen ein bisschen Verständnis. Ich bin Sie die können, charmante ja, Hüterin okay. der Zeit. Ich kann Ihnen nicht, jetzt noch eine Frage zugestehen. Ist es interessant, einen Elektromotor zu bieten,
der im Niederspannungsbereich von 0 bis 48 Volt und im Hochspannungsbereich von 400 bis 1000 Volt gleichzeitig alles bieten kann. Das ist technisch betrachtet eine hochspannende Frage, aber ich glaube, da sind wir die falschen Gesprächspartner. Also da finden Sie hier auf der Messe sicherlich einige Anwender der Elektrotechnologie. Wenn Sie jetzt eine Technologie im Angebot hätten, die wir bei unserer Ladeinfrastruktur verwenden können, da könnten wir uns jetzt gleich Stunden drüber unterhalten. Aber wir selber haben für Elektromotoren nur bedingt Verwendung, weil wir da einfach keine Produkte anbieten. Dann vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für diesen Austausch. Und an der Stelle, Michael, tausend Dank an dich, dass du sowas mit hierher gebracht hast, das wirklich noch mit zur Diskussion gestellt hast, dich auch zur Verfügung gestellt hast dafür. Wenn Sie noch Fragen haben, du bist noch eine Weile hier auf dem Stand anzutreffen. Ich bin vielleicht noch länger da, denn die Bahn Richtung Stuttgart ist gerade latent eingeschränkt. Okay, das freut mich natürlich nicht, aber umso schöner, dass du erstmal bei uns noch eine Weile bist. An dieser Stelle darf ich um einen herzlichen Applaus bitten für Michael. So, und wir machen eine ganz kurze Pause. Wir haben hier nämlich eine Live-Schalte nach Florida vorzubereiten. Es geht jetzt gleich hier in ein paar Minuten, in drei Minuten ungefähr, weiter mit unserem nächsten Talk. Und das sollten Sie nicht verpassen. Ich bin nämlich schon ganz gespannt und hoffe, dass die Verbindung das auch wirklich aushält. Also dann bis gleich.